Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Oder nur 15? Ich glaube, es heißt nur 15, oder? Jo, glaube ich auch. Ja, aber wie man sieht, wir haben es endlich geschafft, den Server zu mieten und jetzt ist Kochi auch da. Joi. Jetzt Endlich. funktioniert's. Wir haben nur noch ein Problem, dass zwei Server oder beziehungsweise zwei DLCs nicht gehen, weil wir davon die falsche Version haben. Die müssen wir uns dann gegebenenfalls irgendwann mal runterladen. Oder? Bitte pura. Ja, wir haben heute einen kleinen Livestream gehabt. Aber wie man sieht, deswegen mussten wir auch den Mähdrescher tauschen, weil der war aus dem ersten DLC. Wir haben jetzt stattdessen den schönen New Holland, der von der Größe her ziemlich gleich ist. Nur das Schneidewerk ist etwas größer und ein Maisgebiss haben wir uns gekauft. Und einen Traktor mussten wir wechseln. Jetzt haben wir einen Ferguson. Mit Jetzt 160 PS. warten wir mehr eigentlich auf unsere Ernte da drüben. Na ja, da wollten wir ja auch spielen. Ja, da. Spulen. Haben wir Pflanzenstämme aus, Hinten, oder? hinten, hinten Alles. ist schon reif, vorne noch. Also wo du stehst. Gott. Das hätten wir. Plopp, fertig. So, dreschst du oder dresch ich? Ah, lass ich dich mal dreschen, ich habe ja im Livestream drescht, also. Okay. Fährst du dann? Kommen wir Ich so fahr. raus mit dem Schneidewerk oder müssen wir. Nee, du kommst da so raus. Kommst da so raus. Bin ich auch durchkommen. Jetzt hat er irgendwie selbst angefangen zum Lenken. Ich warte mal drüben auf dich. Aber das wäre eigentlich kein Problem gewesen. Wir hätten das ruhig am Schneidewerkswagen drauf lassen können. Was ist der Schneidwerkswagen nicht da drüben? Nein. Ich habe Schneidwerk nämlich früher noch eingepackt. Schau mal, ob wir den Schneidewerkswagen dann noch haben. Schneidwerkswagen. Der steht. Kommt mal vor beim Händler. Was macht der beim Händler? Hast ihn zurückgesetzt? Nee, ich habe ihn einfach dahingestellt, fertig. Ich habe halt sonst nichts mehr angegriffen. Ja, Und weil den ich habe natürlich. ihn auch nicht umpackt. Du warst vor mir oder nach mir dann noch am Server. Weil, naja, ich hatte dann Unwetter und naja, der hat etwas meine Stromversorgung zerkleinert. Ich ihn mal schnell holen. Ja. Kommst raus? Ich bin draußen. Haben wir einen Ladewagen? Ladewagen haben wir den kleinen, ja. Wenn du eh runterfährst, dann nimm den mal mit und verkauf ihn. Und mal schauen, was haben wir für einen anderen Ladewagen? Oder wollen wir uns ein Ding kaufen? Eine Ballenpresse. Was kosten die Ballenpressen? Dann brauchen wir aber auch noch mal zum Einstreuen das, also Ja, noch nee, mal kauf mal einen Ladewagen. Ladewagen. Kauf dann mal den mittleren Ladewagen, wenn es recht ist. Das heißt den Bergmann. Ja. 59.000 ging es sich aus. Schauen wir mal hier, da haben wir gar keinen mit. Ich muss dann noch mal schnell drauf fahren. Über unser gedroschenes Maisfeld. So. Ach Mann, was ich wieder vergessen habe, war die Schwarthöhen anzupassen. Das wollte ich heute auch noch machen. So. Sehr egal. Aber es geht schon mal mehr voran wie mit so einem 7 Meter Schneidewerk. Oder? Jetzt haben wir 9 Meter, oder? Auf Ah, jeden Fall, ja, sind sonst sie wieder. viel schneller. Ja. Dann mal runter mit dem Ganzen und verkaufen Ladewagen. Ich stelle da nur schnell in Hänger rüber, gescheit, dass du abtanken magst.
Das wird so eine blöde Idee, aber egal. Darf ich schon. So, und jetzt geht's da hoch. Ah, das ist noch so eine angenehme Länge, mit der man auch in der Innenansicht fahren kann, finde ich. Ja. Ich meine, beim Maisdreschen, was ich heute gehabt habe mit dem 12er, ist schon ein bisschen schwer dann noch. Ja, obwohl 12er geht auch, nur ich glaube 6 Meter war die dämliche Länge. Weil da hat es dann genau entweder den Monitor vor oder den Türrahmen, Kabinenrahmen nenne ich es jetzt mal. Nee, beim 12er musst du ein bisschen auf Zeiten schauen, dann geht's. Er muss bei dem hier auch. Aber das geht schon. Und ich fahre ja sowieso viel lieber in der Innenansicht. Und dann geht's jetzt so rüber. Warte mal, ich muss mal auf die PS schauen. Ob wir genug PS haben. 175 und 158 haben wir, was ich jetzt so aus, wenn es nie gleich ist. 158, 175 und brauchen du mal 180. Für den Bergmann? Ja. Ja, das ist der Bug der T6 schon. Ich fahre es normalerweise im Einzelspieler ja auch mit dem 160er, mit dem T660. Na, eins werde ich machen, wenn ich unten bin. Ich montiere die Kotflügel ab und ja. Haben wir noch einen Frontlader? Was ich weiß schon. Ne, haben wir keinen. Doch. Obwohl für den ganz kleinen Stall. Ja, aber wir haben ja den kleinen Traktor nicht mehr. Den haben wir ja verkauft. Nee, sollen wir den verkaufen und einen anderen nehmen für den Ja. T6? Ja. Dann ist der kleine Stall gleich weg. Der kleine Stall ist weg und dann kaufen wir einfach den großen Stall, der passt da drauf auf den T6. Ja. Und auch auf dem Ferguson. Ja. Ja. Man merkt bei mir sofort, ich merke genau, wenn meine Schwester was googelt an meiner Pingzahl. Normal habe ich so zwischen 35 und 37 und wenn meine Schwester was googelt, habe ich ein bisschen über 40. Hoppa, da und schon bin ich voll. Hat man jetzt ja gar nicht so schnell mitgekriegt. Und jetzt hat man 60. Ja, jetzt sind sie weg, endlich. Was? Ah, die Kotflügel. Um 6er? Jo. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, den Stoll soll ich gleich den blauen New Holland nehmen, der was dazu passt? Nee, oder? Nein, ich mag den blauen nicht so. In den Stoll schöner. Und Bergmann gekauft und bleiben noch immer 72.000. Ja. Weiß nicht, wollen wir jetzt aufsammeln auch gleich, oder? Ich fange gleich an zum Aufsammeln, ja. Ach nee. Ich finde nur Ja. die Schwarte. Die Schwartinger, die sehe ich so, finde ich so hässlich, da schauen sogar noch die Stoppeln raus vom Abgeänderten. Hey, ich muss die Woche unbedingt noch ändern. Jetzt haben wir ein leichtes Problem. Und das wäre Ich kann nicht beides gleichzeitig mit hinaufnehmen. Bergmann und den Frontlader. Nee, haben wir nicht hier unten noch eigentlich. Schneidewerkswagen, oder? Ja. Da müssen wir halt zwei oder musst halt zweimal fahren. Wie viel MS hast du jetzt? 34, 35. Ja, habe ich auch. Ballern nicht so weit.
Was ausprobieren. So, nein, das haut beim Mähdrescher natürlich nicht hin. Ja, ansonsten, wie geht's da so? Ja, gut. Hat die Also, Hörer. mit so habe ich mir gerade gedacht, wieso der Frontlader nicht genau in die Frontladerhalterung reinpasst. Dabei habe ich es so weit runtergelassen, dass er genau in das Licht reindrückt hat. So. Hier kommt der Bergmann. Ja. Jetzt ist die Frage, ob wir zwischendrin jetzt nochmal kurz aufhören zum Aufnehmen und ich schnell die Schwarztöne anpasse oder ob wir jetzt nochmal damit leben. Ja, wenn, also, weiß nicht, wie du meinst. Ja, mir ist das eigentlich egal. Ja, dann ändern wir es schnell, weil das kannst du dir nicht anschauen. Ja. Ich kämpfe da gerade mit 8 drauf auf dem Berg. Ja, wir müssen nur schauen, dass man größere Traktoren kommen. Ja. Du könntest sonst auch, bis wir jetzt oder wir machen jetzt ein oder zwei, vielleicht auch drei Folgen nehmen wir jetzt auf. Und du könntest aber die Folgen jetzt hier, Ja. könntest du ja auch unsere Lager leer fahren. Ja, dann hast du aber hier ein Problem. Naja, das ist ja auch wieder das. Ah, jetzt hatte ich wieder ein Das Leck. heißt, wir bräuchten einen zweiten Anhänger. Wie viel kostet noch so ein Fliegel? Warte mal, ich hätte gar nicht den Fliegel nehmen. Park Moment. aber den Bergmann bitte auf dem Hof oder auf die Kuh-Ding. Ja, packe ich gleich. Das heißt, der Farmtech, was du damit hast, auch noch, der fasst mehr wie der Fliegel. Der Der kleine fasst, Tandem. ja, und kostet, der fasst um 1.500 mehr wie der große Fliegel und kostet um 10.000 weniger. Kostet 16.000. Ja, aber das Ding schaut so hässlich aus. Neben so einem großen Drescher, weißt du, wie klein der ist. Ja. Haben wir den Farmtech überhaupt drinnen? Ja, der ist drin. Ah ja, der ist drin. Ja, aber der sieht neben so einem großen Drescher hässlich aus. Das Den heißt noch einen zweiten Flügel. Agratendis könnten wir sonst auch nehmen. Agratendis. Ja, das wäre nämlich gleichzeitig für die Seemaschine. Ja. Dann musst du jetzt wissen. Ach, such dir einen aus, entweder den Fliegel oder den Akratendis. Schauen wir mal, was da 26, 28 hätten beide zwei die gleiche Kapazität. Mit dem einen können wir Saatgut und das auch noch machen und ist günstiger, nehmen wir den Agratendis. Ja. Können wir mehr damit machen. Und jetzt können wir wieder Geld sparen. Hast du mit dem Tendis ab? Mach das aber so, ich nehme den Ferguson, der fährt schneller. Der fährt schneller. Waren eigentlich beide gleich. Der fährt 45, der andere fährt 50. Was? Der fährt bei dir nur 45? Der Dann bringen T6, wir ja. den T6 bitte rüber für den Keeper. Also für den Fliegel. Okay, Karl, das ist so einen da. Kann man so machen, ja? Und der Fliegel wäre dann voll. Mach ich schon.
Hast du ihn gerade voll gemacht? Ja. Jetzt hat er die Hosen schon wieder voll. Weißt du was, dann gehe ich den Körnermais mal abfahren. Ja, aber ich sehe schon wieder, wir haben die magische Grenze erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.